Guten Morgen, ihr Lieben. Heute geht das Funktionelles. Ganz einfache Nummer, kennt ihr aus der Schule. Heute nennt es Krache. Wir haben es früher genannt. Wissen Sie noch nicht mehr? Krebsgang. Krebsgang, das kann man auch voll denken. Wahnsinn, Krabbelkrebs, der Unterschied. Oh, jetzt kommt mein Bier hoch. Also, und zwar rückwärts. Ihr tippelt, versucht im besten Fall die Hüfte so hoch wie möglich zu halten. Guckt, wie wir es besprochen haben, den Flur entlang, guckt, dass es nicht zu glatt ist. Dass ihr sicher seid, dass ihr nicht ausrutschen könnt. Wer das toppen will, legt sich noch was drauf. So, wenn ihr dann am Ende des Flurs seid, dann wird gewendet. Ihr stellt euch quasi diagonal, ein Fuß, ein Bein und dann wieder rum. Bleibt unten und dann tippen wir so wieder zurück. Wird am Ende des Flurs angekommen, nehmt diesmal die andere Seite und dann zurück. Ich habe jetzt wieder die gleiche Seite gemacht. Ne? Also die andere Seite. Und dann wieder Krabbe oder Krebsgang. Jetzt die andere Seite. Jetzt diagonal zurück. Zack! Und rum. Hintern schnell unten lassen. So, dann guckt doch mal so 5 bis 10 Bahnen. Werdet ihr mitkriegen, wie sicher ihr seid im Schultergürtel. Kurz durchatmen und dann zieht eure Runden durch. So viel wie ihr schafft. Ich denke mal so 10 mal 10 Meter sind bestimmt drin. Hin und zurück. Viel Spaß, bis gleich.